Ja, liebe Freunde, nach einem kleinen Ausflug in die Batteriespannungsüberwachung, ich hoffe, es war interessant, geht es endlich weiter mit der CBX. Aber was soll ich sagen? Sie ist weg. Trotzdem, willkommen bei Sams Channel. Naja, sie ist weg, ist nur zum Teil richtig. Da hinten steht noch der Motor. Hier unten sehe ich noch den Tank und wenn ich hier hochgucke, sehe ich noch das Heck. Ich mache euch mal eine kleine Einspielung von ungefähr vor einer Woche. Rea ist gerade da und holt die CBX ab. Nee, Späßle. Das sind zum Teil oder in erster Linie Dinge, die wir nicht mehr brauchen, die wir nicht mehr weiter benutzen wollen, die aufbereitet werden sollen. Sprich, der Rahmen wird möglicherweise umgeschweißt, irgendwas, Kleinigkeiten neu gepulvert, entlackt, neu gepulvert. Die Räder werden nicht mehr benutzt, da werden andere Räder benutzt, deshalb kommen sie weg. Die Schwinge und das ganze Zeug wird wohl auch nicht mehr benutzt, deshalb kommt es auch weg. Alte Bremskomponenten, die wir nicht mehr brauchen, jede Menge Schrott. Oder was alles neu soll, ist das ist im Wesentlichen hier drin. Ja, und auf den Rahmen muss alles angepasst werden. Deshalb nimmt ihr den Rahmen auch mit. Also, keine Sorge, wir bauen das Bike schon fertig. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid und ihr habt auch gesehen, dass die Räder im Tieflader lagen. Und ich zeige euch mal, warum wir die Räder nicht mehr weiter benutzen wollen. Ich zeige euch mal, was diese Räder wiegen im Vergleich zu CBF 1000 Rädern. Weil Bonbon gerade da ist, weil sie es gerade übergibt, weil es die Gelegenheit günstig ist, werde ich jetzt mal die Räder der CBF 1000 gegen die Räder von der CBX wiegen. Das ist wie unverkennbar das CBX-Vorderrad. Und das ist dessen Masse. Das ist das CBX-Hinterrad, wir lassen es gerade noch auspendeln. Und das ist dessen Masse. Das Vorderrad von Bonbon wiegt so viel. Das ist Bonbons Hinterrad. Mann, ist das eckig gefahren. Krass, oder? Das ist, was es wiegt. Es fehlt natürlich relativ viel Gummi auf Bonbons Rädern. Ja, es ist tatsächlich so, es wird viele andere neue Teile geben bei diesem Motorrad. Und das wird bestimmt sehr interessant. Und der Rahmen wird auch ein bisschen modifiziert, es werden einige Sachen abgeflext, zum Beispiel dieser komische Helmhalter kommt weg. Dann gab es ja diesen kleinen Halter für das ProLink-Verstell-Knöpfchen da, der wird weggeflext und wenn da natürlich was weggemacht wird, muss es neu lackiert werden. Und Andreas zieht in Erwägung, den ganzen Rahmen industriell entlacken zu lassen und entrosten zu lassen und komplett neu zu pulvern oder zu lackieren. Ja, lauter solche Geschichten. Deshalb hat er dann auch mitgenommen. Und logischerweise, wenn es eine neue Schwinge geben soll, muss das natürlich alles mit dem neuen Federbein abgeglichen werden und das machen Profis. Das machen Profis mit richtigen Maschinen, also nicht so Hobbyschrauber wie ich, sondern das Ganze kommt dann zum Zusammenbau wieder hierher, wenn alles fix ist, wenn alles fertig ist und wenn die ganzen Teile gebaut sind, die da hinein sollen. Letztendlich bleibt wahrscheinlich nur der Rahmen, der Motor, der Tank, vielleicht das Heck, die Sitzbank. Alles andere, was da an tonnenschwerem Gerümpel, ich nenne es mal so, abgebaut worden ist, wird durch schöne, feine Komponenten ersetzt. Zumindest ist das bis jetzt so der Plan. Ja, was kann auch dagegen sprechen? Vielleicht die Reibung zwischen Daumen und Zeigefinger. Naja, wir werden sehen. Ich bin selbst mal sehr gespannt, wie das weitergeht. Aber jetzt kommt erstmal wieder der Motor auf die Hebebühne. Und viele von euch haben gefragt, wie ich den eigentlich darunter geschafft habe. Und glaubt mir, das war bestimmt nicht einfach. Und jetzt kommt er wieder hoch. Und das wird bestimmt auch nicht einfach, weil das Ding ist höllisch schwer. Und wie schwer, werden wir nämlich auch gleich sehen. Hoffe ich zumindest. Und dann geht es als erstes an die Vergaser, weil 16 Jahre alte Vergaser brauchen jede Menge Zuwendung, wie man sich gut vorstellen kann. Und dazu zeige ich euch jetzt was. Heute gekommen hat mir mein Meister besorgt, Vergaser-Reparatur-Kit für diese Vergaser. Kommen wir später noch genauer dazu. Und Gummistopfen. Gummistopfen für diese Vergaser. Mein Meister sagt, die brauche ich auch. Ich habe es ihm geglaubt, weil ich habe ja keine Ahnung. Und deshalb sind die jetzt auch da. Und was noch fehlt, sind die Ansaugstutzen. Die sind bestellt. Die kommen in 2 bis 3 Wochen. Und was genau hier drin ist, werden wir natürlich noch ganz genau sehen, weil die Überarbeitung von 6 Vergasern, einen davon werde ich ganz bestimmt sehr detailliert zeigen. Ja, es ist noch mehr gekommen. Ein paar Gabelkits für meine beiden CB1300. Die brauchen dringend beide einen Gabelservice. Ich müsste mir halt einfach mal wieder Zeit für meine Eigenmotorräder nehmen, weil die Staubschutzkappen sind überall kaputt. Die zinse allerdings noch. Dann haben wir hier den Gabelreparatursatz für die
CBX-Gabeln, die zwar keine Verwendung mehr finden, aber nicht unbedingt ölend im Regal stehen sollten. Deshalb gibt es das auch noch. Hier ein paar Bremsbeläge für den CBF-1000. Und ja, was haben wir noch? Was haben wir noch? Eine Kiste Kettenspray. Das war teuer. Ein bisschen Rabatt gab es natürlich für die Menge, aber nicht für meine lobende Erwähnung bei YouTube. Ja, und bevor ich es vergesse, ich hatte es eigentlich schon wieder vergessen. Jetzt fällt es mir gerade ein. Ich habe seit dem letzten Video, also die Teil 2 von dem Spannungswächter, habe ich mal die Videoauflösung mal hochgeschaltet. Sagt mal, ob euch das was bringt, weil es explodieren die Datenmengen. Also wenn euch das gefällt, wenn euch das was bringt, dann lassen wir es so. Dann werden die Datenmengen halt inzwischen viermal so groß wie vorher. Aber wenn ihr sagt, es ist eh egal, kann ich es wieder reduzieren, weil man muss ja nicht Gigabytes hochladen, wenn Megabytes auch lang. Also äußert euch mal dazu bitte. Ja, der Motor steht also hier unten, weil ich die Hebebühne brauchte und er ist nur von ein paar Brettern am Umkippen gehindert. Und ihr könnt mir glauben, ich habe Blut und Wasser geschwitzt, bis das Ding da unten so stand. Ja, jetzt steht er schon über eine Woche so und jetzt kommt er wieder hoch. Bei der Aktion des auf die Bretter Schickens ist also die Haube für die Ansaugschnorchel irgendwie abhanden gekommen. Das ist das, wo diese Verblendungen nebendran waren. Da ist also nichts abgebrochen oder so. Ich habe keine Ahnung, wie das fest war. Es scheint so ein bisschen, ja, keine Ahnung, irgendwie geklebt gewesen zu sein oder schwer zu sagen. Auch der Klebstoff ist irgendwie nicht richtig klebend. Es ist einfach nur so eine irgendwie Schmierschicht. So, im Prinzip ist das hier die Anordnung, wenn ich mich recht erinnere. So, ich nulle jetzt erstmal das Gewicht des Motors, indem ich das hier, nein, das Gewicht der Hebeeinrichtung, indem ich das hier einschalte. Ich habe also hier meine vier neuen Schnellspanngurte in Verwendung. Hier habe ich eine CBF 1000 Motorhalteschraube, oder ist das eine Motorhalteschraube sogar von diesem Motorrad? Ich habe es wieder vergessen durchgeschoben. Und hier am Zylinderkopf habe ich einfach Schrauben durchgesteckt mit Muttern und einen Riemen drum gelegt. Ja, das Ganze ist jetzt eingehakt und wird jetzt über die Spanngurte leicht angespannt, austariert, sodass das in Waage bleibt, wenn es dann hochgeht. Ich versuche jetzt im Vorfeld schon im Zylinderkopf ein bisschen mehr Spannung zu geben, damit der Motor möglichst senkrecht auf, oder nee, nicht senkrecht, sondern waagrecht natürlich auf seiner Ölwanne, auf seinem Ölgehäusedeckel steht. Wir haben jetzt schon relativ viel Zug oben drauf. Momentan schon etwa 90 Kilo. Ja, er wackelt schon. Eigentlich schwebt er schon. Er schwebt, ja. Na komm, jetzt pendeln wir aus und dann schauen wir mal aufs Messgerät. 107 Kilo. Ich komme jetzt nicht zu euch, um euch das zu zeigen, aber glaubt mir, es sind 107 Kilo. Hier ist noch alles im grünen Bereich, nichts am Abrutschen. Okay, sieht gut aus. Hundertsieben Kilo ist jetzt nicht besonders viel für die Einrichtung hier, die soll 600 Kilo können. Jetzt fängt die Ölwanne an zu greifen. Ich muss noch ein Stückchen runter. So, damit ich hier die Bretter dazwischen kriege. So. Das Ganze muss noch ein Stückchen in die Richtung, so vielleicht.
Ups, noch nicht ganz. Scherenheber noch ein Stückchen hinter. So vielleicht. Ja, ist leider nicht ganz einfach. Mit dem Scherenheber kann ich die Neigung einstellen. So steht er untenflächig auf und hier steht er so auf. So müsste es gehen. Ja, okay. Jetzt ist alles locker. Wow, was eine Aktion wieder hier. Es ist halt auch manchmal nicht einfach, wenn man alles alleine machen muss, aber ist halt so. Bin halt Lonely Rider. So, jetzt werde ich nochmal Folgendes machen. Ich werde nochmal ein bisschen Sicherung geben. Dann werde ich gucken, dass ich das noch ein bisschen besser justiert kriege hier. Dass das nicht so auf der Schraube aufsitzt, sondern dazwischen, so zum Beispiel, genau. So. Ich zeige euch mal, was ich meine. Eieiei. Es geht um die Location dieses Hölzchens hier. Dass das zwischen den Schrauben ist und möglichst waagrecht. So, ich denke, es ist ja ausbalanciert. Jetzt kann ich die Strippen alle abmachen. Wenn er jetzt umfällt, kann ich es nicht mehr ändern. Ja, man steht wieder auf eigenen Füßen und man kann vielleicht ganz gut sehen, wenn ich mit dem Scherenheber ein bisschen runtergehe, kippt er ein bisschen nach hinten. Wenn ich ein bisschen hochgehe, kippt er ein bisschen nach vorne. Und man kann das also so einstellen, dass möglichst alles gleichermaßen belastet ist. Man sieht, den Ritzelbereich habe ich schon sauber gemacht, bevor ich ihn weggepackt habe damals. Das Hinterteil auch, also er ist von außen zumindest relativ sauber. Ja, die Luftfiltergeschichte, das ist also hier eine Rille in irgendeiner Form, das ist hier Gummi. Und das steckte hier so, irgendwie da drin in diesem Gummi. Ah, okay. Also quasi diese Rille hier steckte hier drin, das heißt, das hat sich hier rausgetrieben in irgendeiner Form. Und diese Teile muss man also hier wieder reindrücken, wenn man das hier weggetan hat. Hier ist also so eine Furche und möglicherweise ist da noch irgendwelcher Kleber drin gewesen. Ja, das ist ein Bild, das ist mir gerade aufgefallen. Das ist die Trennstelle zwischen Zylinderkopf und Zylinder. Und das sieht ja, ist nicht so ideal gut aus. Muss ich mir noch mal genau anschauen. Ich beschrifte jetzt erstmal die Vergaser, so just for fun, auch wohl wissend, dass diese Beschriftung nicht permanent sein wird, weil die Vergaser im Ultraschall das natürlich wieder verlieren, aber ich werde es irgendwann einritzen, aber für den Moment mache ich das einfach mal. 2, 3, 4, 5, 6, so. Die Zählrichtung ist wie immer, in Fahrtrichtung gesehen, fängt man links an. Interessant, wir sehen also hier die Vergaserbatterie von hinten und ich habe gerade geguckt und habe gesehen, warum sind die Drosselklappen auf? Aber das sind nicht die Drosselklappen, das sind die Choke-Klappen. Wenn ich hier den Choke ziehe, kann man schön sehen, gehen die Klappen zu. Das heißt, hier wird die Luft, wenn man den Choke zieht, sozusagen ja, sehr weit minimiert. Also wie gesagt, wenn der Choke ganz gezogen ist, sind die Klappen hier hinten ganz zu. Und das Gemisch wird sehr stark angefettet.
Die eigentlichen Drosselklappen sehen wir im Moment nicht. Die eigentlichen Drosselklappen sind auf der anderen Seite, also Richtung Motor. Hier an dieser Stelle gibt es noch einen Schlauch, das ist der Motorentlüftungsschlauch, der hing hier hinten an der Airbox dran. Der Motorentlüftungsschlauch, der ist abgerutscht von der Airbox und der geht jetzt richtig schwer ab an dieser Stelle. Und komischerweise, dieser Stutzen, der hier im Motor eingebracht ist, sieht aus, als hätte den schon mal jemand eingeklebt. Muss ich euch mal zeigen gerade. Ich weiß nicht, ob das serienmäßig ist. Vielleicht kann mir das jemand sagen, der dieses Motorrad kennt oder diesen Motor kennt. Ansonsten, wo ich gerade die Kamera in der Hand habe, betrachten wir uns mal den Rest. Hier diese beiden Schläuche sind die ich schon gezeigt habe, die ins Freie führen und einfach hier wahrscheinlich die Zuluft sind für die Gleichdruckbehälter hier oben, wo die Membran drin sitzt, ohne Luftfilter. Hier ist der Benzinzufluss, das wird über dieses unterdruckgesteuerte Ventil gesteuert und dieses Ventil verteilt auch gleich den Sprit auf diese beiden Ärmchen, hier einmal für diese drei Vergaser und hier für diese drei Vergaser. Dann ist das dieser kleine Schlauch, der hier unter den Motor geführt hat, der also hier endet, den kann ich jetzt mal rausziehen. Der ist also zwischen 4 und 5 da durchgefädelt und dann durch dieses Loch hier. So. Das hier ist total locker. Und hier unten drunter, das hier ist der Unterdruckschlauch. Und der Unterdruckschlauch führt durch dieses verwundene Gebilde hier unten ins Saugrohr und sobald der Unterdruck entsteht, wird der Benzinhahn geöffnet. Also das kennen wir ja von der CBF 600 und von vielen anderen Motorrädern. Hier nochmal das Loch, wo der Schlauch durchging. Mir ist noch nicht klar, warum ein Schlauch von diesem Unterdruckbenzinhahn unter den Motor führt, sozusagen als Abluftschlauch. Der ist relativ lang. Muss er ja auch sein, wenn er bis unter den Motor reichen will. Der andere Schlauch, der unter den Motor ging, war dieser hier. Und der war bekanntlich der Sammelschlauch des Behälters oder der Behälter für die Schwimmerkammerentwässerung oder ja, Drainage halt. Hier oben wird über einen gebogenen Schlauch, na, Schlauch ist es ja nicht, es ist ein Betätigungshebel, über ein Gewinde hier an dieser Stelle wird der Leerlauf für die Leerlaufdrehzahl eingestellt, indem einfach der Anschlag der Hauptdrosselklappen verändert wird. Und das ist hier in so einem gebogenen Gebilde drin. Hängt dann diesem Blech hier mit dran. Die Benzinschläuche rechts und links haben eigene Befestigungsstellen nochmal über eine Kreuzschlitzschraube. Auf dieser Seite hier ebenfalls. Ich wäre jetzt geneigt, das hier jetzt erstmal abzubauen. Dazu brauche ich allerdings zwei Hände, deshalb stelle ich die Kamera wieder ins Stativ. Ihr seht, ich bin bestrebt, das alles weitgehend gut zu dokumentieren. Weil ich muss es ja irgendwann wieder zusammenkriegen. Hier bin ich der Meinung, dass die Schraube nicht den Schlauch hält, sondern das feste Rohr hier unten. Hier geht ein Rohr nach unten, wie man vielleicht nicht sieht gerade, aber es ist so. Ich hasse die A. So. Okay. So, ich habe es auf beiden Seiten. Die Haltespange weggetan und jetzt versuche ich das mal zu lösen und das macht einen guten Eindruck und es stinkt nach altem verranzten Sprit. Ah ja, es dreht sich hier oben auch, das ist schön, kann man es wegdrehen. Andere Seite auch. Hier oben ist ein bisschen Restbildung. Ich weiß nicht, ob man es gerade sieht. Sie sind sehr hart, gerade im vorderen Bereich, hier, wo die Risse sind, sind die Leitungen sehr hart. Sollte man austauschen, wenn man welche findet. Case Breather
Okay. So sieht er aus. Das Ding, trotz dieser komischen eingeklebten Version, scheint ganz gut zu halten. Hoffentlich. Wenn das abfällt, ist es echt Mist. Als nächstes versuche ich mal die Halteklammer am Unterdrucksaugrohr, des Unterdruckschlauchs am Saugrohr abzumachen. Und ja, es ist so fummelig, wie es scheint. Es ist es. Es ist direkt unter der Motorhalterung und man muss erstmal das ein bisschen weg von der Motorhalterung beschäftigen, transportieren und dann geht es. Und dann ist der Schlauch natürlich auch steinhart. Aber ich glaube, aufgrund dessen, dass er so hart ist, gibt er relativ schnell auf. Wie sieht der hier aus? Oh, auch extrem rissig, aber Unterdruckschlauch habe ich noch ein paar Meter da, das ist nicht das Problem. Benzinschlauch muss ich besorgen. So, jetzt dieser Schlauch ziemlich unfachmännisch da in diese Öse reingewickelt. Und hier ist er noch am Benzinhahn fest, aber am Benzinhahn ist jetzt nichts mehr fest. Ich denke, aufgrund dieser zwei Schrauben oder mit Hilfe dieser zwei Schrauben müsste sich der Benzinhahn eigentlich entfernen lassen. So, mal schauen, ob die aufgehen. Ohne Schlagschraube. Eher nicht. Okay, Schlagschraube. Ich teste mal meinen kleinen Schlagschrauber, den mir einer von euch lieben Menschen geschenkt hat. Der ist nur so groß. Und der tut auch seinen Job. Nochmals Dankeschön dafür. Cooles Teil, ey. Schraube mit Scheibe. Genau. Damit ist der Unterdruck-Benzinhahn mit seinen ganzen Schläuchen erstmal weg. Das ist schon mal ganz gut. Ja, so sieht das ganze Ding also aus. Jetzt kann man in Ruhe neue Schläuche kaufen. Und gegebenenfalls, das Ding ist auch nur zugeschraubt, man kann das auch mal aufschrauben, gucken, ob die ganzen Membranen da drin noch funktionieren. Nach 16 Jahren kann man auch damit rechnen, zumindest davon ausgehen, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber damit rechnen, dass es hier zum Problem kommt. Vielleicht ist auch noch ein Filter drin, der zu ist. Ich weiß es nicht. Man sieht hier recht schön, wo das saß, nämlich hier. Und dann gibt es diesen Bügel, der also die beiden Dreiergruppen der Vergaser miteinander verbindet. Und hier sind noch zwei andere Schrauben, die also diesen Bügel jetzt auf der rechten Dreiergruppe quasi fixiert. Und hier ist auch noch an diesem Bügel die Verstellung des Leerlaufs dran und die Halterung für den oder der Stütz, die Stützhalterung für den Schokzug, für den Mantel. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, wenn ich diese beiden Schrauben noch öffne, müsste das alles zu entnehmen sein, dieser Bügel mit diesen Haltevorrichtungen. Oh no, der ist leider schief gegangen. Okay, gucken, ob ich den hier kriege. Vielleicht das den hier an dieser Stelle. Oh, der geht leicht ab. Das ist schön. Mache ich mal wieder rein. Diese verrostete Schraube und dann kann ich vielleicht hier die hier öffnen. Ja, die war willig. Ich würde generell dazu tendieren, diese ganzen Kreuzschrauben durch schöne rostfreie Imbusschrauben zu ersetzen. Wenn das mein Motorrad wäre, würde ich es in jedem Fall tun. Ja, die scheint ein bisschen kürzer zu sein an dieser Stelle. Ist ja auch klar, die hat ja auch keinen Unterdruckbenzinhahn zu halten. Und das hier ist ja kaputt. Das habe ich wohl vergeigt. Also Plan B.
Plan B hat funktioniert. Es ist so vergeigt, dass es jetzt nicht markiert, obwohl es auf ist. Ich habe gesehen, dass du dich bewegt hast, also ziehe dich nicht. Was soll der Quatsch? Ja, warum nicht gleich so? Alten Trapper in die Flinte pissen, ha? Nix gibt's. So. Also, das ist das, was bis jetzt eingefangen ist und so wie es da liegt, ist wie es gehört. Jetzt haben wir einen relativ freien Blick auf den Leerlaufversteller. Ich denke, die Funktion ist selbsterklärend. Hier unten kann man also sehen, wie der Anschlag der Drosselklappe hier gegen diese federbelastete Schraube schlägt und damit die Leerlaufdrehzahl einstellt. Als nächstes will ich mal versuchen, die Ansaugtrichter zu entfernen. Drei Stück hängen ja zusammen an einem Gummiteil, in einem Gummiteil, sind zusammen vergossen. Das ist unverkennbar die rechte Seite. Hier sind einige Risse, aber das geht ganz gut ab, muss ich sagen. Das macht keinen so schlechten Eindruck. Das Material an sich ist noch relativ weich, aber man sieht hier, dass das verrissen ist. Das haben wir ja schon gesehen, als das Motorrad hier ankam, war ja mit einer meiner ersten Bemerkungen. Aber ich denke, das ist trotzdem nicht schlecht, weil die Falschluft, die an dieser Seite gezogen wird, ist, glaube ich, nicht groß oder tolerierbar. Es ist ja auch keine Falschluft in dem Sinne. Es wäre halt einfach ungefilterte Luft, die hier gezogen werden würde. Aber ich denke, das kann man lassen im Zweifelsfall, weil der Rest des Gummis ist wunderbar flexibel eigentlich. Die restlichen sehen auch ganz gut aus da unten drunter. So, jetzt nehmen wir mal die linken. Hoch. Das eine Spannband geht nach unten. Oh, das Spannband geht nach unten. Interessant. Die Schraube geht nach unten, aber auch nach links. Und sie ist sehr locker. Ich habe so fast das Gefühl, es ist nach unten gerutscht. So weit, so gut. Das ist recht okay, denke ich. Ja, jetzt sieht man hier ganz gut die Zuluftkanäle, die hier an diesen offenen Enden endeten. Die enden in so einem Y-Stück. Und dieses Y-Stück, ich weiß nicht, ob man sehen kann, ist also völlig zerbröselter Gummi an dieser Stelle. Eieiei. Muss mal gucken, ob ich das mal zeigen kann. Ja, ich habe gerade gezogen und es ist abgegangen. Man sieht also hier die beiden Stutzen rechts und links, die also diesen Gummi im Prinzip, dieses T-Stück halten sollten. Aber dieses T-Stück ist völlig zerlegt. Das ist die gleiche Stelle zwischen Vergaser 4 und 5. Und man sieht hier, wenn ich jetzt hier, in welchem Zustand das ist. Und hier genauso. Diese T-Stücke sind also völlig hinüber. Und zwar beide gleichermaßen. Aber dass hier nur darum geht, Luft anzusaugen, ist das wahrscheinlich nie aufgefallen oder war auch irrelevant für die Funktion. Ja, und hier sieht man die wilde filigrane Konstruktion der Choke-Klappen mit diesem kleinen Federärmchen hier. So ein poplicher Schrott, muss man genauso sagen. Kleine Niete drin, kleine Blechelchen drin, die das alles machen und transportieren.
etwas dickere Feder auf der einen Seite, etwas dünnere Feder auf der anderen Seite. Eieiei, mein Gott. Geht das nicht besser? Ja, das wäre so ziemlich die erste Frage, ob das nicht besser geht. So, ich denke, die Vergaser bekommt man jetzt nur am Stück ab, weil die sind hier über ein gebogenes Rohr alle miteinander verbunden, hier in diesen Körpern. Ich weiß nicht, was das hier ist. Ob da irgendwelche Flüssigkeit transferiert wird, glaube ich eher nicht. Wahrscheinlich ist das nur eine Fixierung. Und hier unten sitzen sie alle gemeinsam auf einer Traverse, die zwar teilbar ist, aber nicht, solange es auf dem Motor steckt. Also würde ich dazu tendieren, jetzt erstmal alle Schrauben hier zu öffnen. Ich weiß nicht, ob die Vergaser lieber hier vorne abwollen oder lieber hinten abwollen. Ob die Ansaugstutzen erstmal am Motor verbleiben mögen oder nicht. So, die Ansaugstutzenschrauben sind jetzt alle offen. Die waren an den äußeren Vergasern, sind von unten zugänglich. Die mittleren oder die zweiten Vergaser von rechts und links kann man beide Schrauben hier sehen. Und hier bei Vergaser 3 und 4 kann man nur die obere Schraube bedienen, welche den Ansaugstutzen zum Vergaser lockert. Der Ansaugstutzen zum Motor ist von unten verschraubt. Das heißt, da kommt man momentan gar nicht ran. Das heißt, es muss letztendlich so sein, wie ich es gerade gemacht habe, rein intuitiv, rein zufällig, dass also der Vergaser hier an dieser Stelle rausgeht, hoffentlich, und der Ansaugstutzen erstmal am Motor verbleibt. Zumindest sehe ich das so, wenn ich es nicht falsch sehe. So, ich gucke mal, ob sich da irgendwas bewegt. Es bewegt sich schon. Ja, okay, ich lasse erstmal alles ganz runter. Ja, mit Vergasern habe ich ja so gut wie keine Erfahrung. Naja, ein bisschen schon, aber. Jetzt muss ich in erster Linie aufhören, dass mir der Motor nicht abkippt. Das ist natürlich auch klar. Dass das nicht leicht wird, war mir natürlich bewusst. Vielleicht nützt es, was nach hinten zu drücken. Ich will natürlich nichts kaputt machen oder verbiegen, aber ich sehe hier eine gewisse Chance, mit diesem Hebel von innen auf die Traverse, von unten auf die Traverse zu drücken. Die Versprechen ist, sich hier abzustützen, also quasi hier so, hier rein. Nochmal ein bisschen mit Licht, also hier so rein, gegen dieses Ding und hier gegen die Motorhalteöse hier. Und jetzt einfach ziehen. It moves. Nur mit einer Hand ist es gerade ein bisschen schlecht. Deshalb versuche ich das, was ich gerade gezeigt habe, nochmal so. Hier ist er raus. Ich stelle mal die Kamera auf die andere Seite vielleicht. So, und jetzt versuchen wir das nochmal auf dieser Seite. Andere Seite noch ein Stückchen. Diese Seite noch ein Stückchen. Das war's. Das war relativ einfach. Ich habe also hier gegen das hier gedrückt, quasi gegen einen sehr stabilen Teil des Vergasers, wie ich doch hoffe.
So, mal gucken, ob es jetzt gelingt, die Vergaserbank, die Vergaser-Versagerbank abzunehmen. Oh, okay, hier hängt noch ein Schlauch. Dieser Schlauch muss hier noch raus. Das ist der Drainageschlauch von 1, 2 und 3. Und damit war es das. Oh, wie hübsch. Ja, CBX-Vergaserausbau. Das machen zu müssen, während der Motor nur gekippt noch komplett im Rahmen sitzt. Ich glaube, da brauchen wir ein bisschen mehr Übung, als ich zurzeit habe. Ja, Freunde, ich glaube, wir haben einen ganz netten Abschluss für heute. Ja, schon verrückt. Na gut, bis demnächst bei Zams Channel.